Sie tut das, was Rechtspopulisten gerne tun, dass sie Gefahren hochspielen, Gefahren betonen, Verschwörungstheorien bedienen. Als Anti-Euro-Partei gestartet, steuert die AfD mittlerweile ja immer weiter nach rechts. Was ist eigentlich die Strategie der AfD? Ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine Generalstrategie der AfD gibt oder gegeben hat. Am Anfang war sie vermutlich wirklich als Anti-Euro-Partei, als Partei gemeint, die wirtschaftsliberale, währungsliberale Positionen vertritt, ja von Professoren gegründet. Vermutlich hat schon das Team um Lucke sich darüber die Köpfe zerbrochen, wie weit nach rechts sie fischen sollten. Und wie weit sie Flüchtlingspolitik, Asylpolitik, die klassischen Themen der extremen Rechten aufnehmen sollen oder nicht. Ich glaube, es ist eine Dynamik geworden. Und es hat sich gezeigt, dass sie damit erfolgreicher sind, dass es zu diesem Thema einen Bedarf gibt in der Öffentlichkeit, dass die Meinungsumfragen die Ergebnisse nach oben zeigten und man dann das verstärkt hat, was als Nachfrage aus der Öffentlichkeit kam. Und sich so dann ja auch in der AfD der Flügel um Petri und jetzt Höcke, also der extremere rechte Flügel, durchgesetzt hat. Ich glaube nicht, dass es da von Anfang an eine Strategie gab. Jetzt ist rechts ja ein relativer Begriff, aber gucken wir uns die öffentlichen Auftritte von AfD-Politikern wie Höcke an, dann stellt sich ja schon die Frage, wo eigentlich die Unterschiede zur NPD liegen. Wie weit rechts ist denn die AfD eigentlich? Ich glaube nicht, dass die AfD eine einheitliche Partei ist. Ich glaube aber auch nicht, dass man sie mit klassischen Flügelbegriffen wie jetzt bei den Grünen oder bei der SPD oder bei der CDU beschreiben sollte. Die AfD ist noch eine sehr junge Partei und sie ist ein Sammelbecken von verschiedenen Strömungen, von einer ganzen Reihe von rechten Strömungen. Und eine Strömung ist sicherlich eine völkische Strömung, eine nationalistische, eine Strömung, die die Nation, also das Staatsvolk, als ethnisch rein, als klassische nationalistische Ideologie vertritt. Und in dieser Strömung, für die Björn Höcke steht, für die Höcke der wichtigste Protagonist ist, bei denen hat man häufig in der Rhetorik, in Reden kaum einen Unterschied zur NPD. Da passt ja natürlich der AfD die aktuellen Flüchtlingsströme nach Deutschland überhaupt nicht in den Plan. Sie positionieren sich ganz klar dagegen und das kommt in der Bevölkerung ziemlich gut an. Wovor hat die AfD denn ganz konkret Angst? Die AfD selber, glaube ich, hat keine Angst. Oder welche Ängste schürt sie denn? Die AfD schürt bewusst Ängste vor einer Überfremdung. Sie tut das, was Rechtspopulisten gerne tun, dass sie Gefahren hochspielen, Gefahren betonen, Verschwörungstheorien bedienen. Die AfD, ich glaube in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz ist es jetzt, die dazu aufruft, am Wahlabend in den Wahllokalen die Auszählung zu überwachen. Damit schürt sie die Fiktion, es gebe hier einen groß angelegten Wahlbetrug in der Bundesrepublik, was ja nun tatsächlich fernab jeder Realität ist. Aber das dient dazu, die eigene Basis zu motivieren und zu mobilisieren. Wenn sie von Lügenpresse redet, dient es dazu, bei ihrer Anhängerschaft ein Gefühl zu schaffen, wir gegen die, wir sind mit Feinden konfrontiert. Das wirkt zur Selbstaufwertung, zur Selbstvergewisserung. Man schließt die Reihen. Und natürlich, das Thema Zuwanderung ist ein klassisches Thema der extremen Rechten, von Rechtspopulisten. Probleme bei der Integration, die es zweifellos gibt, natürlich gibt es die, die zu betonen, die hochzuspielen, das ist ein klassisches Erfolgsrezept des rechten Randes seit Jahrzehnten. Jetzt wird hier aktuell auch über ein NPD-Verbot diskutiert. Dann spielen wir das Ganze mal durch. Mal angenommen, die NPD wird tatsächlich verboten. Wird dann die AfD zum großen Sammelbecken der Rechten in Deutschland? Nein, ich glaube, für die AfD ist ein Verbot der NPD fast irrelevant.
in der NPD sind die radikaleren, die noch extremeren, auch die gewaltbereiteren Leute gebunden. Es ist im Moment für die NPD schon ein Riesenproblem, dass es die AfD gibt. Das geht so weit, dass NPD-Kader meinen, die AfD sei vom System, vom Verfassungsschutz gegründet, um ihr selbst das Wasser abzugraben. Und sie ärgern sich mächtig über den Erfolg der AfD. Die AfD saugt schon jetzt die gemäßigteren Stimmen und die gemäßigteren Anhänger aus dem rechten Spektrum ab. Wenn es die NPD nicht mehr gäbe, hätte das wenig Sinn, weil so wenig wie jetzt noch die NPD bei Wahlen mobilisieren kann, macht es für die AfD kaum einen Unterschied. AfD, Pegida und auch die NPD, alle irgendwie rechts, aber sind ja nicht alles Nazis. Wer oder was sind denn eigentlich Nazis oder Neonazis? Naja, Nazi ist ein Kurzwort für Nationalsozialist. Und ein Neonazi ist ein Neonationalsozialist, jemand, der den Nationalsozialismus wiedererrichten will. Jemand, der aber einfach nur gegen Zuwanderung ist, nur natürlich ein Rassist ist. Also jeder Nazi ist Rassist, aber nicht jeder Rassist ist Nazi. Und es gibt nach meiner Anschauung in der AfD eine ganze Menge von Rassisten, die es aber nicht Nazi nennen sollte, weil gegen diesen Vorwurf können sie sich ganz einfach wehren, zutreffenderweise, dass sie sich vom historischen Nationalsozialismus distanzieren. Also man muss da schon in der Vokabular, in der Analyse, sollte man sehr präzise sein, um die AfD auch für das kritisieren zu können, wofür man sie kritisieren sollte. Soll man Ihrer Meinung nach eigentlich AfD-Politikern wie Höcke in einer Talkshow die Plattform geben, ihre Meinung zu äußern? Also entlarven die Rechten sich so selbst oder bietet man ihnen dadurch unnötig nur eine Plattform für das, was sie verbreiten wollen? Das kommt auf die Talkshow an. Wenn ein Moderator gut vorbereitet ist... Nehmen wir doch mal das Beispiel Jauch. Das fand ich war kein gutes Beispiel, weil Günther Jauch... Entweder war er nicht gut vorbereitet oder er hatte Lampenfieber oder er wurde überrumpelt. Da fand ich, da hat es nicht funktioniert. Als Talkshow oder als Moderator in einer Sendung mit einem extremen Rechten muss man ideologisch sattelfest sein, man muss rhetorisch sattelfest sein, man muss die Provokationsstrategien vom rechten Rand kennen und durchdacht haben. Man sollte sich auch genau aussuchen, welche Gäste man einlädt. In der Jauchrunde zum Beispiel fand ich schlicht zu viele Gäste. Und Höcke konnte immer wieder Dinge reden, ohne dafür zur Rede gestellt zu werden. Und genau das darf in einer Sendung, wo man jemanden vom rechten Rand einlädt, nicht passieren. Ich denke, man müsste wirklich dann hart dranbleiben. Man muss ihn mit seinen Aussagen konfrontieren, man muss in die Tiefe gehen, man muss nachbohren. Dann, so ist meine Erfahrung aus Interviews mit Leuten vom rechten Rand, dann kommt man zum Kern, dann verwickelt man sie in Widersprüche. Aber ganz allgemein verstehe ich Sie schon richtig, sind Sie für Dialog mit Rassisten oder mit Rechtsextremen? Nee, das ist nicht Dialog. Wenn ich mit jemandem ein Interview mache, ist das kein Dialog. Naja. Und da muss man schon wirklich im Vokabular genau bleiben. Ein Dialog ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Ja. Bleiben wir bei der NPD. Mit der NPD kann ein demokratischer Politiker nicht in Dialog treten, weil die Grundlagen für einen Dialog nicht bestehen. Die NPD bestreitet die Gleichheit aller Menschen. Deswegen kann man mit ihr nicht unter der Voraussetzung, alle Menschen sind gleich, diskutieren, sondern man muss erstmal die Grundlagen klären. Die sind mit der NPD nicht zu klären. Dialog wird in der Öffentlichkeit oder auch von Politikern gern so, ja, wir müssen mit den Pegida-Leuten im Dialog bleiben. Die wollen ja gar nicht reden. Nach meiner Beobachtung, wenn man als Journalist auf Demonstrationen geht, die wollen nicht reden, sondern sie wollen was loswerden. Sie wollen frustlos werden. Da sehe ich wirklich häufig keine Möglichkeit zu das, was man Dialog nennen kann. Aber was sicherlich stimmt, man muss Leuten bei Pegida argumentativ entgegentreten, meinetwegen auch auf sie eingehen. Man muss sich mit ihnen sicherlich unterhalten und Argumente austauschen. Ich würde es aber nicht Dialog nennen.